Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 21 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, hier, als wir den Bus lackiert haben. Und direkt zu Beginn, vielleicht auch an die Entwickler, aber ein kleiner Hinweis an euch: Wenn ihr aus dem Bus aussteigt und kurz rausgeht aus der Garage, schließt sich das Garagentor und ihr kommt nicht wieder rein. Das ist zumindest jetzt gerade mein Problem. Ich komme hier nicht mehr rein. Ich kann es auch nirgendwo öffnen. Auf der anderen Seite auch nicht. Ich kann auch noch mal mit euch kurz rübergehen und euch das zeigen. Hier müssten wir müssen eigentlich jetzt hier rausfahren und dann hier vorne stehen bleiben, um dann die Mission fortzuführen. Aber wir kommen ja nicht mehr rein. Und wir bekommen das Ding auch nicht auf. Also muss ich den Bus wohl kurzzeitig mal auf die Straße zurücksetzen. Und jetzt geht das Tor natürlich wieder auf. Auch wenn ich selber laufe. Was? Ich fühle mich komplett verarscht. Nehmen wir den Bus. Ich habe wieder vergessen, das einzustellen, dass ich anders fahren möchte. Dann fahren wir nochmal hier durch. Bleiben uns ja fast nichts anderes übrig. Wir wollen den Bus nicht anpassen. Wir wollen einfach die nächste Hauptmission vollenden. Und mit, ich habe den Namen wieder vergessen, mit Ted sprechen. Das nenne ich mal echtes Markenbranding. Sieht toll aus. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Entschuldige die Störung, Mira, aber ich muss die Expansionspläne mit dir durchsprechen. Bist du gerade entbehrlich? Oh, er macht erstmal Follow. Cool. Steigt sie aus. Rennt alles zu ihm klar, hin. Ted. Und willst du vielleicht jetzt mit unserem hübsch gemachten Bus nochmal die Route abfahren? Noch ich rufe dich dann später an. Schon nach Route 2. Was ist denn das Kartenmenü? Jetzt haben wir eine zweite Route, oder? Kann das sein? Ja, wir haben eine zweite Route. Ja, pling. Die jetzt auch anders ist. Route 2, die müssen wir jetzt auch mal komplett neu fahren. Ja, ist ja gut. Wir wollen ja auch jetzt gleich fahren. Ich hoffe, es pinkt jetzt gleich nochmal. Machen wir den ersten Halt von der Route. Sieht man das hier irgendwo? Auf alle Fälle, ja, sieht man, glaube ich. Na, wir fahren dann, glaube ich, jetzt hier links. Achso, ja, wir biegen jetzt links ab. Fahren dann hier entlang. Halten dann hier, dann wieder hier, dort, dort und dann war es das. Also schon etwas weitere Tour. Aber vorne ist unsere andere Fahrerin, weil wir eigentlich nur gar keine Fahrerin haben. Ne? Also es ist ja prinzipiell noch die Einstiegsfahrerin, wenn man das so bezeichnen möchte. Dann erreiche einen Zahltag auf Route 2 mit deinem neuen Citaro K. Dann wollen wir das mal machen, würde ich sagen. Und dann fahren wir mal jetzt die Tour mit dem Mercedes-Benz. Nehmen wir das mal an. Ups. Türen waren wieder komplett auf. Muss ich das jetzt nochmal neu einstellen? Das passt, glaube ich. Jetzt natürlich nach links. Aber in unserem schönen neuen Bus. Eine Sonderfahrt ist es sogar, okay.
Oh, er wartet sogar. Lässt uns vor. Das ist aber nett. Das Einsetzen von Blinkern. Und da sind wir schon direkt bei der ersten Station. Der Sonderfahrt. Warum auch immer das nicht Route heißt, aber okay. Absenken vergessen, genau. Hallo, hier ist Mira. Lief alles glatt? Ich habe schon die nächsten Schritte vorbereitet und möchte dich jemandem vorstellen. Ich hol sie mal dazu. Das ist Trish Harper. Ich bin für Tourismus und Kultur zuständig. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt miteinander zu verbinden. Fangen wir mit West Oakwood an. Da spielt sich das Nachtleben der Stadt ab. Es wäre toll, wenn die Leute nach einer Partynacht den Bus nach Hause nehmen könnten. Das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Aber ich fahre erstmal diese Route hier zu Ende, Spiel. Das andere machen wir dann später. Beziehungsweise im nächsten Video. Wir haben jetzt angefangen, die Route hier zu fahren. Die wollen wir natürlich auch zu Ende fahren. Nee, ist halt. Ist dann. Oh Gott. Bringen wir noch rüber? Jetzt halt ist dann Nimitz and Sea Drift. Auch wenn es eine Sonderfahrt ist, fahren wir die Sonderfahrt erstmal zu Ende. Damit wir die Tour einfach zumindest schon mal gefahren sind. Aber okay, dann haben wir jetzt die Trish auch noch kennengelernt. Und auch, ich glaube, einen Bus haben wir auch freigeschaltet gehabt. Also es ging alles gerade so schnell, einen neuen Bezirk auch. Das können wir uns ja alles gleich nochmal am Ende der Fahrt nochmal anschauen. Ich merke schon, ich muss häufig den Blinker nochmal neu betätigen, weil der immer wieder ausgeht. Was natürlich auch ein bisschen belastend ist. Jetzt mal ein paar Pünktchen. Da kommen wir viele rein. Einmal ein Seniorentagesticket. Das müsste. Okay. Nicht da mehr mit. Okay. Dann machen wir es halt per Hand. Danke. Wie geht es nicht mehr mit dem Numpad? Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ein Seniorenticket Einzel. Ich habe gerade mein Auto verkauft, weil es so viel bequemer ist, mit dem Bus zu fahren. Dann müssen wir schon direkt wieder weiter. Weiter Richtung South Regatta. Das war nicht gewollt. Ich wollte eigentlich. Nee, ich glaube nach links gucken. Nach rechts gucken wollte ich. Okay, das im. Warum soll ich denn am Ende der Tour? Vielleicht will er ja vorher schon aussteigen. Was ist das denn für ein Service? Ja, sie sind eingeschlafen, haben drei Bushaltestellen verpasst. Oh. Habe ich natürlich jetzt vergessen, den Bus abzusenken. Eine Fahrkarte. Wer schläft denn hier? Ich gehe mit meiner Familie nach Sonnstein in den Urlaub. Ich habe gehört, die Aussicht dort ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Ja, die Absenken habe ich vergessen, ist ja gut. Vergessen wir eine Fahrkarte. Normale Karte, normale einfache Karte. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte. Ein Studentenwochenticket. Danke. Sehr schön. Ja, das Ding ist, beim Bus-Simulator 18 gab es ja, glaube ich, das automatische
Lifting. Also automatisch absenken. Daher, das Hütchen ist hier immer noch. Da muss man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass das in diesem Teil nicht so ist. Bisschen scharf genommen die Kurve, finde ich. Sind wir bei der City South Hall. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass man. Bis dann. Sollten wir nicht eigentlich sogar. Wir sind schon Level 2. Nee, Zeitlag 2 kommt doch erst noch. Wir müssten doch eigentlich. Eigentlich dürfte die Mission noch gar nicht zu Ende sein, weil wir haben dann prinzipiell noch gar nicht den Zahltag 2 mit der Route 2 abgeschlossen. Bisschen verwirrend. Aber okay, mir soll es egal sein. Abbiegen dürfen wir sowieso. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wunderbar. Und dann haben wir den Zahltag noch nicht erreicht, prinzipiell. Also eigentlich dürfte die nächste Mission noch gar nicht starten, weil wir einfach noch nicht das andere beendet haben. Aber okay, wie gesagt, mir soll es recht sein. Eine Effizienz von 80,882. Sehr schön. Weiter zurück, um sie nicht selbst weiter zu bedienen. Was sollen wir denn überhaupt machen? Wir sollen eine Route erstellen, um St. Anthony und West Oak zu verbinden. Dann deinem, also unseren Citaro K, der erstellten Route hinzufügen. Einen Zeitsprung zwischen. Ja, dann sollen wir die Fahrt zwischen 22 und 24 Uhr machen. West Oak ist die hier, das heißt, wir haben jetzt dieses Gebiet nochmal erschließen. Und die einzelnen Gebiete Highlander Park ist immer noch Level 1, das ist noch alles auf Level 1, okay. Na gut, bisher haben wir auch nur Highlander Park und St. Anthony. Puh, das ist echt. Ja. Ich würde sagen, wir beenden damit dann. Ich habe nicht abgesenkt wieder, verdammt. Wir sagen damit endlich einfach mal auch wieder dieses Video. Ich mache es einfach mal genauso wie damals beim Bus in Leute 18, dass wir quasi pro Mission erstmal so ein bisschen fahren, auch wenn das jetzt ein relativ kurzes Video war. Aber. Kurs ist ja nicht immer schlecht. Wie war das? Die Technik macht's. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Bus Simulator 21 Video wieder, wo wir dann West Oakwood mit San Antonio verbinden, indem wir eine dritte Route erstellen und die dementsprechend dann auch fahren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Video wieder.